Vor etwas über einem Jahr verunglücken zwei Kinder unter einem Zug in Recklinghausen. Und jetzt wirft der Einsatz von damals wieder viele Fragen auf. Dieser Mann hat den 9-Jährigen, der knapp überlebt hat, gefunden. Jetzt spricht er mit uns über diesen Einsatz. Jetzt live aus Dortmund. Ihre Lokalzeit mit Jessica Blöhm. Schönen guten Abend wünsche ich Ihnen. Schon gestern war es Thema bei uns hier an dieser Stelle. Was ist da schiefgelaufen bei dem Rettungseinsatz vor einem Jahr an den Bahngleisen in Recklinghausen? Es gibt Kritik und Vorwürfe gegen die Feuerwehr. Ein Junge starb damals, ein anderer überlebte nur knapp. Heute haben wir jemanden getroffen, der bei dem Einsatz eine entscheidende Rolle gespielt hat. Chris Fürstenberg auf dem Weg zum schlimmsten Einsatzort seiner Laufbahn. Als er am 2. Februar vergangenen Jahres hier eintraf, lief die Suche nach den Kindern schon über eine Stunde. Der Notfallsanitäter sollte aber nicht suchen, sondern sich um den Lokführer kümmern. Doch es kam anders. Meine Kollegin und ich sind dann näher gekommen zu dem Triebfahrzeug und haben eine kurze Rücksprache mit der Polizei gehalten und dann zufällig ein Handy gefunden, was dann sich herausstellte, dass es weder von der Polizei noch von dem Triebfahrzeugführer war. Das war 90 Minuten, nachdem der Einsatz begonnen hatte. Also anderthalb Stunden hatte niemand dieses Handy am Zug gesehen. Chris Fürstenberg und seine Kollegin suchten daraufhin mit ihren Taschenlampen den Zug ab. Nach etwa 60 Metern fanden sie den 9-jährigen Amir im Schotterbett. Der Amir lag auf dem Boden und winselte und stöhnte. Also eine klare Bewusstlosigkeit war es nicht. Allerdings wach und ansprechbar, sodass er hätte antworten können oder irgendwie sagen können, dass er Schmerzen hat, das konnte er dann auch nicht von sich äußern. Es war klar, dass er wohl Schmerzen hat und die Situation, die hätte er da in dem Moment, die sollte der da nicht ertragen. Letztlich war es Zufall, dass der Junge gefunden wurde, denn die eigentliche Suche konzentrierte sich zu diesem Zeitpunkt rund um einen Bahnübergang. Dort war der Unfall gemeldet worden, das war aber auch anderthalb Kilometer entfernt. Am Zug war nichts und musste erst angefordert werden. Ja, Thema Beleuchtung, da waren wir erstmal auf unsere eigenen Taschenlampen drauf eingestellt. Und zu dem Moment waren wir zum Glück mit Beisein der Polizei und die uns netterweise da geholfen haben. Der eine Kollege von der Polizei hat den Kopf vom Kind gehalten, der andere hat dann da mit seiner Taschenlampe noch mitgeleuchtet. Die Staatsanwaltschaft Bochum stellt in einem Ermittlungsverfahren eine Verletzung der Sorgfaltspflicht fest und konstatiert, dass es zu keinem Zeitpunkt eine zielgerichtete und geleitete Suche gegeben hat. Allerdings wurde das Ermittlungsverfahren trotzdem eingestellt, da laut einem medizinischen Gutachten ein schnelleres Auffinden des Jungen die Heilung nicht beschleunigt und weitere Schmerzen nicht vermieden hätte. Simon Heusen vom Landesfeuerwehrverband weist darauf hin, dass es bei Zugunfällen generell zu langen Suchzeiten kommen kann. Natürlich gehört der Zug an sich auch zu einem Bereich, den man absucht. Standardmäßig, das muss ich auch sagen, ist es aber auch völlig normal, dass sich Personen eben weit hinter einer Lok befinden, weil natürlich ein Zug einen sehr, sehr langen Bremsweg hat und häufig die Personen dann aufgefunden wurden, da wo es zum Zusammenprall kam. Also dass wir eine Person direkt am Zug finden, das ist sehr, sehr selten, also gerade an der Lok, weil eben normalerweise Personen eher dort aufgefunden werden, wo es eben zum Zusammenprall kam. Die weitere Aufarbeitung des Einsatzes im Februar 2023 übernimmt die Bezirksregierung Münster. Dort liegt eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die Verantwortlichen vor. Auch die Generalstaatsanwaltschaft Hamm ist eingeschaltet. Das war der schlimmste Einsatz für mich und sehr prägend. Also im medizinischen Sinne als auch im ganzen allgemeinen Ablauf. Das war, werde ich glaube ich noch meinen Rest des Lebens dran denken. Ja, und es ist ein Fall, der uns hier in der Lokalzeit auf jeden Fall weiter beschäftigen wird.